ist natürlich so, dass man ganz viele Kommentare auch bekommt oder von der Nachbarin einen Tipp bekommt, dass man das nicht mehr machen darf und dass es zu gefährlich ist und ob das noch gesund ist. Ich glaube, da kommt es eben voll drauf an, was der Körper vielleicht auch vor der Schwangerschaft gewohnt war und ob es einem gut tut. Schwangere Frauen sollen natürlich Sport treiben, vor allem wenn sie ihn vorher gemacht haben, und so auch schwangere Läuferinnen. Man verbessert die Durchblutung, man verbessert die Sauerstoffaufnahme, und zwar nicht nur die von sich selbst, sondern auch des heranwachsenden Babys über die Nabelschnur. Das alles ist dem Sport, der Bewegung an der Natur und draußen geschuldet. Es gibt auch die Erfahrung, dass die Geburten wesentlich sanfter in der Regel verlaufen, weniger Kaiserschnitte. Ich würde empfehlen, dass schwangere Läuferinnen an die Sache komplett unvoreingenommen rangehen. Ganz egal, was sie von Freundinnen, Freunden, Bekannten erstmal hören. Da ist einfach jede Schwangerschaft höchst individuell. Sie sollen es erstmal machen und starten. Die Schwangerschaft ist eigentlich ultra schön, weil es einem eben auch die Möglichkeit gibt, wirklich zu sagen, heute mache ich was oder heute mache ich nichts. Also es gibt einem auch unheimliche Freiheiten. Ich glaube, die größte Challenge war vor allem, dass ich von so einem hohen Trainingspensum kam. Also zwischen 100 und 140 Kilometer in der Woche habe ich trainiert. Auf keinen Fall sollten sich schwangere Läuferinnen verunsichern lassen und irgendeinem Druck ausgesetzt fühlen, den sie von ihrem Leistungstraining kennen. Am meisten bin ich beschäftigt bei meinen Athletinnen, ihnen zu sagen, Regeneration zählt und muss sie eher bremsen als zu motivieren. Und bei der Schwangerschaft ist es noch viel, viel wichtiger, dass man einfach auch mal alle vier gerade sein lässt, wenn heute nicht der Tag ist, um laufen zu gehen. Damit das Laufen auch beschwerdefrei ist und man vielleicht nicht ständigen Druck auf der Blase hat als schwangere Läuferinnen, empfiehlt sich auch vielleicht eine bessere Laufstrecke. Und so ist zum Empfehlen, möglicherweise auf eine Tatanbahn zu wechseln, flacheres Gelände, besserer Untergrund und auch die Distanzen lieber regelmäßiger, häufiger laufen geht, reinhören in den Körper. Mal eine Minute laufen, eine Minute gehen. Es ist auch überhaupt nicht schlimm zu gehen. Das ist halt deshalb auch nicht eine schlechtere Performance, sondern das ist jetzt abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse. Bei der Ernährung war es mir ganz wichtig, gerade wenn ich wusste, ich habe eine Trainingseinheit oder ich möchte laufen gehen, dass ich da wirklich meine Kohlenhydratspeicher aufgefüllt habe und meine Nährstoffe ordentlich versorgt waren. Diese tägliche Energieversorgung zu sichern, das machen wir dreimal am Tag mit unseren drei Mahlzeiten. Die sollte auch eine schwangere Läuferin auf jeden Fall berücksichtigen. Sie kann allein durch eine gute Ernährung schon mal Übelkeit und Müdigkeit sehr gut steuern. Nichts übermäßig, nicht zu einseitig und vor allem möglichst unverarbeitete Lebensmittel. Ein weiterer Punkt, den schwangere Läuferinnen berücksichtigen sollten, ist, dass sie ihre Laufschuhwahl überdenken. Denn den High-Performance-Laufschuh, den sie gewohnt sind, der möglicherweise sehr minimalistisch und ungedämpft ist, der ist im Laufen in der Schwangerschaft vielleicht nicht unbedingt so geeignet. In der Regel werden auch die Füße etwas größer durch eine gewisse Wassereinlagerung in der Schwangerschaft. Daher sollte man auch die Schuhgröße überdenken. Die Schwangerschaft ist eigentlich vergleichbar mit so einem Berglauf. Manchmal geht es bergauf und man ist total fit und hat total viel Freude am Sport machen. Und manchmal geht es bergab und man fühlt sich überhaupt nicht fit und es zieht einen eher so aufs Sofa. Es ist genauso okay, einen Tag keinen Sport zu machen oder mal eine Woche oder überhaupt nicht laufen zu gehen in der Schwangerschaft. Genauso ist es okay, weiterhin laufen zu gehen. Ich glaube, das weiß jede Frau am besten und jede Schwangerschaft ist anders. Schaut da einfach, was euch gut tut. Geht raus in die Natur und nutzt es, da weiterhin aktiv zu sein.